Schöne guten Morgen, mein Name ist Antonino, ich bin eine Kaffeemaschinentechniker und heute möchte ich euch vorstellen unsere Super Espresso Pad Maschine, das wir jeden Tag in Italien benutzen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, mache ich ein Video, vielleicht für manchen Espresso-Liebhaber kann interessant sein, als den typischen Siebträgermaschine, das extrem teuer sind. Mühle, Wagen, Schmutzigkeit und so weiter, was wir einfach benutzen. Zack, zack, jeden Tag, wenn wir aufstehen, machen wir an. Eine Minute ist warm, eine Minute brauchen wir keine 15 Minuten wie eine Siebträger zu warten oder anstrengen. Einfach ideal für Haushalten, für kleine Büro. Haben wir zur Verfügung viele verschiedene Modelle, kleine, groß, mit unterschiedlichem Preis und so weiter. Okay, dann viel zu sagen gibt auch nicht, reicht eine kleine Maschine, wiegt 4 Kilo. Sie kann auch unter den Arm transportieren, wenn Sie in Urlaub gehen, überall eine Tankstelle kurz einstecken und machen Sie einen Espresso. okay, dann auf der oberen Seite haben wir den Deckel, machen wir auf. Und da drin haben wir den Plastikbehälter, oder wenn Sie möchten, kann Sie selber einen Glasbehälter reintun, wie Sie sich gerne wünschen. Und auf der linken Seite haben wir zwei Tasten, eine für An- und Ausschalter und oben Start-Stop für den Espresso oder Kaffee lang, was Sie gerne trinken möchten. Auf der rechten Seite haben wir den Hebel. Hoch und runter. Auf der unteren Seite haben wir den Abtropfschal entnehmbar. Groß genug können Sie 20-30 Espresso ohne Probleme, ohne zu entleeren. So, ich denke, jetzt habe ich genug geredet, dann legen wir los. Hier habe ich eine super Espresso all'Italiana, unsere typische Espresso. Ja, dann machen wir auf. Nehmen wir unser Pad. Hier haben wir extra eine, damit wir besser festhalten. Mit der rechten Hand machen wir den Hebel nach oben. Tun wir rein. Zu. Den Hebel runterbringen, bis man tack den Geräusch gehört habe, das dazu ist. Und unsere Espresso-Tasse runterstellen und los. Und wie ihr seht, kommt eine wunderbare Crema. Perfekt. Später, ihr selber müsst entscheiden, wie viel Espresso Sie in der Tasse haben möchten. Ja, muss selber. Es ist nicht automatisch, manuell. Zack, für mich ist schon auch schon zu lang. genau, wenn ihr Interesse habt, unter dem Video lasse ich unsere Webseite Link. Da finden Sie auch mehr Informationen über mich, wer ich bin und so weiter. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt oder einfach bei mir eine Nachricht senden. Das ist alles für heute. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.